So, da bin ich mit Giga Trouble. Ich habe ihn einfach ein bisschen Ausrüstung aufgezäumt, damit er eine Geschwindigkeit von 11 immerhin hat. So, ich bin noch nie wirklich mit ihm geritten. Ich verzeihe, also ich möchte, dass ihr mir bitte für alle Fehler, die ich mache, verzeiht. Vielleicht habt ihr ja euren Spaß dabei. Okay, Elisha, bist du bereit, den Ponylauf zu testen? Wir sind schon so gespannt. Bla bla bla, das hatten wir schon. Ja, wir können springen. Viel Glück. Ja, das können wir gut gebrauchen. Puh, tief durchatmen. Das wird schon irgendwie. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Huch. Na, das haben wir aber nicht aufgebaut hier. Oh, ich hab. Oh wei, ich habe mir das kaputt gemacht. Oh wei. Aber ich bin doch präzise drüber gesprungen. Ihr habt das doch gesehen. Oh. Oder hat James einfach nur schlechtes Material geholt? Oh nein, das Hindernis ist kaputt gegangen. Wie ist das denn geschehen? Du hast es kaum berührt. Was für ein Unglück. Ich habe es gar nicht berührt. Was machen wir denn jetzt? Wir können die Strecke nicht ohne das Hindernis eröffnen. Tja, wir sägen einen Baum ab am besten, würde ich sagen. Das müsste doch gehen. Elisha, das ist eine Katastrophe. Alle Hindernisse sind kaputt. Jedes einzelne. Wie konnte das passieren? Ich weiß, das war doch dieser James. Erst war er gegen unsere Strecke und dann plötzlich ganz ne nett. Er steckt doch sicher hinter allem. Elisha, was sollen wir nur tun? Kannst du mit James sprechen? Danke. Ich hoffe, dass du uns helfen kannst. Sonst müssen wir wohl aufgeben und uns vom Ponylauf verabschieden. Nein, Penny, das regeln wir schon. Also auf nach James und dann kriegt ihr hier einen auf die Mütze von uns. Geht ja mal gar nicht. So, James, hör mal, so meine ich hier. Ei, ei. Hallo, Lische, ich habe eigentlich keine Zeit zu reden. Ich habe so Bauchweh. Wichtig? Na gut. Uff, kaputte Hindernisse? Nee, davon weiß ich nichts. Ob ich schwöre? Naja, vielleicht etwas, aber na gut, ich war das. Aber das war keine Absicht. Wir hätten uns verletzen können, James. Schäm dich. Und jetzt spricht ihr nicht mehr, bis es der nächste Tag ist. Ich glaub's nicht. Ja gut, Leute, ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ja, wenn ja, dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Ich wünsche an so. Mein Gott, jetzt verspreche ich mich aber. Also ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch nicht meine Versprecher gestört haben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eure Elysia.